Na, sprechen wir mal ein bisschen mit Priscilla. Geralt! Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Alles Gute. Das Schöne an dem Lied war ja in der letzten Folge, habe ich ja schon gesagt, es ging ja Yennefer und Geralt. War schön mit dem Stachelbeer und dem Flieder. Bis dir nichts mehr bleibt als deine verdreckte Hose. Und was ich auch toll fand, ich meine, das ist ja Rittersporns Lied, dass das mit dem letzten Wunsch da drin, genannt wurde, dass der letzte Wunsch da drin genannt wurde, weil es war ja wirklich so, dass durch diesen Wunsch, die hatten, trinken Geralt wir. Und Yennefer hatten ja einen Wunsch bei einem Djinn frei und haben sich ja dann halt gewünscht, einander ewig zu lieben. Und, ja. Willst du mich betrunken machen, werter Herr? Hoffnung, oder? Das ist ja die Frage. Geralt sucht Yennefer die ganze Zeit und ist in sie verliebt und alles drum und dran. Jetzt ist aber die Frage, ist er wirklich in sie verliebt oder ist das nur dieser Wunsch, der ihn dazu bringt, sie zu lieben? Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Rittersporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine, das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Was gibt's denn heute? Karten. Und Essen. Bis dann. Wiederum mag er ja auch Triss. Es und wenn er ja wirklich verwünscht wurde, dann hat er ja gar, müsste er eigentlich gar kein, dürfte er ja gar kein Interesse haben an Triss. In so herrlicher Natur. Sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen überfragt. Ach, wir sind schon am Badehaus. Ach, guck mal einer an. Ach, guck mal, guck mal, guck mal. Das geht ja fix. Wir haben auch gleich noch eine Verabredung, ey. Ist da jemand? Aufmachen! Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Kann nicht versprechen, dass Herr Rolgen Zeit für dich hat. Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Siggi Reuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Happen. Hi, Happen. Ein kleiner Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du? Hallo? Wie wär's mal mit Siezen? Sieht der Geralt sich jetzt aus? Deine Ausrüstung passiert nichts. Ich hab grad ein paar. Einmal sehen. Oh. Ja. Ich kann mich nicht beschweren.
Jetzt können wir mal die ganzen Narben angucken. Einmal, das sind Krallenspuren, das sieht man. Einmal Kralle. Das ist ein Schnitt. Das könnten Einschusslöcher sein. Wieder ein Schnitt. Das, was das große da an der linken Brust, an der rechten Brust, von mir aus gesehen, linke Brust ist. Weiß ich gar nicht. Daneben, ja, wieder Krallenspuren. Waren wieder viele verschiedene Schnitte. Hier ist ein Biss. Ja. Wieder Krallenspuren und wieder Schnitte und eine richtig fette Krallenspur. Boah, geil. Boah. Also, Schnitt, Schnitt. Schnitt, Kralle, Biss, Kralle, Schnitt. Einschusslöcher. Mhm. Ja, okay. Ich hab mir den wunderbar. Jetzt wunderbar. Sigi Rolfen wartet nebenan. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht rot. Die hat nette Titten. Und Junior hat ihm die Haare geschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt, als die Liebe Hand Wünsche. Ausgestreckt in Frieden. Größere. So lang wie ein Hengst. Sind das alles cool? Was? Dann hast du Rolvens noch nicht gesehen. Gudrun nennt ihn Uroboros. Versucht er auch, sich selbst zu beißen? Von der Yaruga bis zu den Drachenbergen. Was geht hier ab, ey? Noch ein bisschen tratschen, los mit ihm. Hab gerade Pause. Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Verschwinde. Bist du taub? Wölfchen. Wölfchen, wie geil. Ehrlich? Ich auch. Zeit. Die Angelegenheit ist einfach. Wo gibt es Schöne? In der Yaruga bis zu den Drachenbergen. Ich hab gerade Äpfel umgehauen. Ja, was ist denn hier los, meine Damen? Was macht sie denn da für Bewegungen? Oh, sie geht in die Wand. Alles klar. Ja. Eine neue Art zu baden, ne? Wackelt mit dem Popo. Ja. Also dieses Spiel ist nichts für Leute, die sich schämen. Ja. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Dijkstra. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Der Bettlerkönig und irgendein Zwerg. Reuven, dein Gast. Also Geralt hat den besseren Körper von allen. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Probleme mit den Röhren? Hä? Nein, das ist unter Kontrolle. Geralt ist ein Freund von früher. Obwohl... Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Er hört das. Ah! Hat er die geschlagen? Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur natürlich. Ich nehm ein Schwert. Was? Wir haben... Was haben wir? Hat's nicht richtig ein Knüppel oder so? Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Du bist so gut wie tot! Los, niemand entkommt, klar? Junior lässt grüßen! Versuch's doch, du Schwanz! Du bist so gut wie tot! Hör endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Das ist einer von uns. Da, das ist ein Böser. Habe ich tot gemacht. Gute Arbeit, die Herren.
Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Wer hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Nee, gut, nein, das kennen wir doch schon. Ist. Wer würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen? Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Dijkstra kennen wir doch aus dem zweiten Teil. Wo wir, der war doch da in, Flotsam haben wir den noch kennengelernt. Ich hatte meine Gründe. Dein Bein wäre in Ordnung, wenn du mir nicht in die Quere gekommen wärst. Verstehe. Nun, ich verspreche dir, wenn ich die Dinge wieder rückgängig machen könnte, würde ich in Tanet vieles anders machen. Beispielsweise hätte ich meinen Männern befohlen, dich zu töten, statt dich zu fesseln. Hör zu, Rolfen. Oder eher, Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar, wo drückt der Schuh? Sprich, war das denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt?
Wissen Sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker Bedlamund Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle war doch woanders. Und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Reich Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Müssen wir uns da jetzt gleich entscheiden, was wir nehmen? An sich würde ich natürlich lieber ganz gerne erst zum Haus gehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Okay. Was heißt hier keinen Verdacht erregen? Ich darf nicht fragen, oder was? Das wäre aber schlecht. Ja. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildor. Was hab ich denn aber hier, du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Was soll das heißen? Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht deiner Logenzauberin. Hat er was anderes erwartet, jetzt mal ehrlich. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal. Bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt?
Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Ja, wenn das so ist, hol ihn da nicht Na, weg. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Saiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Du wirkst so gereizt. Stimmt etwas nicht? Entschuldige, ich war in letzter Zeit unausstehlich. Das Alter, die Wechseljahre, die Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen. Dijkstra, Männer haben keine Wechseljahre. Das weißt du doch, oder? Ja, du Idiot. Und dass dich meine Probleme einen feuchten Dreck interessieren, weiß ich auch. Was willst du? Du hast mich durchschaut. Ich suche Arbeit und dachte, du hättest welche für mich. Monster jagen oder so. Ja. Vielleicht könntest du mir tatsächlich helfen. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als Emhyr deine Dienste wollte? Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? Emhyr natürlich. Haha. Ich verrate doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt unprofessionell. Aber genug geredet. Ja, ich zahle dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Ja, ja. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Jetzt gehen wir baden. Oder doch nicht. Wir gehen in den Keller. Bitte folge mir. Nein! Oh Gott, ich dachte, ich falle jetzt runter, ey. Manchmal sehe ich diese blöde Leiter nicht. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Toll. Hör auf damit! Sofort! Bart, böse! Bart, machen Sie die Vernichtung! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Wo hast du den Troll her? Aus Erikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart, sie im Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mit dem Sigi gut. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht.
Und du bringst es mir zurück. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut, ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floren, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Glänzend, Satsch. Alles weg. Ach, er gibt sich voll die Schuld, der Kleine. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Hm. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den Scheißnamen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipse. Kopfwirr. Lipse? Pilze? Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na, na. Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt.
Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. Was? Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Hey, Bart. Hast du kurz Zeit? Zeit? Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Nope. Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Ach, ist der süß. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen, du reden mit mir. Ist vor dem Raub etwas Merkwürdiges passiert? Merkwürdig? Bart nicht verstehen. Etwas, das nicht normal war. Etwas Seltsames. Vielleicht hast du was gesehen, gespürt oder gehört. Ja, ja. Ja, ja. Bart hören. Wie Zisch. 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 Schlange. Was für ein Zischen war das? So wie eine Schlange? Nein. Zischen anders. Nicht wie Tier. Gut, wie war es dann? Wie Felsen. Ein zischender Fels? Mhm. Das Zischen, woher kam es denn? Bart hören zischen. In Borta. Was? Da, wo Bart hinmachen. Na schön. Reden wir über was anderes. Gut. Bartzeit. Zatsch weg. Bart jetzt nichts bewachen. Warum magst du Siggi so sehr? Siggi gut. Siggi sich kümmern um Bart. Er hat dich eingesperrt, allein, unter der Erde. Ist es nicht langweilig hier? Gibt ja nicht viel zu tun. Wenn Bart nicht viel tun, Bart denken. Viel. Worüber denn, wenn ich fragen darf? Felsen. Felsen? Felsen interessant. Gut. Danke für deine Hilfe. Mach's gut. 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 Ich kürze das jetzt ab. Geralt hat nämlich auch schon keinen Bock mehr.